Wir befinden uns hier in der Niederlassung Mannheim, eine Niederlassung der ThyssenKrupp Materials Processing Europe GmbH, einer unserer Standorte in Deutschland. Wir arbeiten hier zentral Aluminium und Edelstahl an und haben hier Toy vermehrt in verschiedenen Modulen im Einsatz. Die größte Herausforderung war die Modernisierung eines unserer Kernprozesse, den Messerbau. Aktuell haben wir hier nur lokale Lösungen im Einsatz bzw. Manuelle Prozesse. Dies haben wir erfolgreich abgelöst durch TOYCAD, eine webbasierte Lösung, die uns hilft, unsere Prozesse weiterhin zu optimieren, zu digitalisieren und aktuelle Medienbrüche und Prozessunterbrechungen zu minimieren. Das ist zurückzuführen auf sehr erfolgreiche Projekte in der Vergangenheit. Wir haben erfolgreich diverse Produkte von TOY im Einsatz. Das bezieht sich auf die Anbindung von Anlagen, Qualitätsüberwachung, Energielösung. Und der logische Schritt war einfach, auch diese Entwicklung mit TOY zu gehen und TOYCAD auch hier einzuführen. Grundsätzlich soll TOY an allen Standorten innerhalb der MPE-Gruppe zum Einsatz kommen. Und vielmehr hier in Mannheim sind wir an einer Großspaltanlage in zwei Schichten schon in Produktion und sind aktuell dabei, die dritte Schicht auszubilden. Unser Ziel ist es, bis zum Jahresende alle Anlagen in Mannheim auf TOYCAD zu erweitern. TOYCAD unterstützt uns beim allgemeinen Messerbau, bei der Werkzeugdatenbank und bei der allgemeinen Werkzeuganalyse, um anschließend Werkzeugfehler bzw. Fehlerbauten analysieren zu können, um Abhilfe zu schaffen. Darüber hinaus bildet TOYCAD eine Schnittstelle zwischen unserem ERP-System und der eigentlichen Messerbausoftware. Vor dem Einsatz von TOYCAD hatten wir natürlich diverse Softwaremöglichkeiten, die unterschiedliche Schnittstellen zu unserem ERP-System hatten. Letztendlich war es meist ein manueller Prozess, in dem der Mitarbeiter, der die Messer baut, manuell die Werte in ein System eingegeben hat. Daraus ein Werkzeugplan erstellt wurde. Wiederum musste dieser Plan meist nochmal manuell angepasst werden, weil der Mitarbeiter aufgrund seiner Erfahrung versucht hat, Werkzeuganteile zu reduzieren, um die Toleranzen einhalten zu können. Mit TOYCAD haben wir eine allumfassende Software gewonnen, indem wir nicht nur eine automatische Messerbauplan-Software haben, sondern darüber hinaus eine Werkzeugdatenbank, in der wir jedes einzelne Werkzeug gesondert in einer Datenbank abspeichern können und anschließend auch Analysen fahren können, wenn jetzt zum Beispiel ein Messerausbruch entstanden ist. Allgemein ist es so, dass TOYCAD eine allumfassende Software ist, wo alle Bereiche auch abgebildet werden können und nicht wie bei einzelnen Softwarehäusern, wo man für jede einzelne Form eine extra Software benötigt und die Schnittstellen dahinter auch immer recht schwierig zu gestalten sind. TOYCAD an der Stelle bietet ein allumfängliches System und kann somit schnell übergreifend auch die Daten zur Verfügung stellen. Diese webbasierte Lösung wird aktuell bestehende manuelle Prozesse und auch nur lokale Softwarelösungen ablösen und es uns einfach ermöglicht, an unserem Kernprozess weiter zu arbeiten, weiterhin zu optimieren und auch mit bestehenden Lösungen zu verknüpfen. Da wir eng in die Prozessentwicklung und in die Softwareentwicklung eng eingebunden waren, sind wir sehr zufrieden mit den bisherigen Lösungen, weil unser Know-how berücksichtigt wurde, elementare Anforderungen auch erfüllt worden sind und uns auch auf die weitere Entwicklung sehr freuen.
es war eine sehr enge Zusammenarbeit und es war eine Erfahrung, die wir auch aus zurückliegenden Projekten auch hatten. Das heißt, wir sind sehr eng in die Entwicklung der Software eingebunden gewesen. Das sind wir auch noch weiterhin und haben gemeinsam ein erfolgreiches Produkt geschaffen. Definitiv ja. Die Software ermöglicht uns jetzt digital unseren Prozess weiterzuentwickeln und zu optimieren. Toycat würde ich persönlich weiterempfehlen, aus dem Grund, weil wir die Möglichkeit hatten, aktiv in die Programmierung mit einzuwirken, um unsere standortspezifischen Anforderungen in die Software mit abbilden zu können, die uns für die Zukunft einen großen Nutzen bringen werden. Der zentrale Ansatzpunkt war Reduzierung von Standzeiten, weil die bisherigen Lösungen durch manuelle Brüche waren immens und die Software hat es uns ermöglicht, die Prozesse zunächst digital darzustellen und auch letztendlich zu optimieren. Wir befinden uns aktuell in der Rollout-Phase, das heißt, wir begleiten aktuell die Prozesse, wir begleiten die Optimierung auch der Software, aber wir können jetzt schon festhalten, dass wir bei den Stillstandszeiten eine Optimierung von mindestens 5% sehen, was auf die Gesamtlaufzeit ein enormer Sprung für uns ist. Weiterfolgende Schritte werden folgen in dem Bereich Werkzeugmanagement, wo wir uns Kosteneinsparungen von bis zu 10% erhoffen. Beim Thema Schrottoptimierung, das ist jetzt ein Prozess, den wir jetzt eng begleiten werden, auch dort enorme Potenziale sehen und die Effekte für die Zukunft heben wollen. Ja, wir haben bereits diverse Module oder Softwarelösungen von Toy bereits im Einsatz. Und aktuell Toycat ermöglicht es uns, an bestehende Verbindungen und Schnittstellen anzuknüpfen und die Prozesse auch über den Messerbau hinaus weiterhin zu optimieren. Wir möchten gern unser Werkzeugmanagement in Toycat abbilden. Die Weiterverfolgung einzelner Werkzeuge wie Messer, Auswerfer, Gummis, Schneidwerkzeuge und Distanzringe verfolgen, um eine bessere Analyse führen zu können bei diversen Problemen im Messerbau.